Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Eine neue Aufnahmesession und ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Am liebsten würde ich das Spiel komplett durchzocken, aber leider sind da noch ein paar andere Games, die, ne? Ja, sie hat nichts für uns. Was machen wir? Also ich. Du schaust ja nur zu, könntest mir aber eventuell einen Tipp geben, wenn du einen hast. Schreib es in die Kommentare, wenn ich was übersehe, vergesse, etc. pp. Wir machen auf jeden Fall jetzt in der Aufnahmesession, ich habe es schon markiert, du siehst hier oben rechts, den Weg des ritterlichen Verzauberers. Und zwar hatten wir ja drei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Lehrer, die unsere Festung betreten haben, die uns nochmal eine zusätzliche Spezialisierung angeboten haben. Das war der Nekromant, der ritterliche Verzauberer und der Rissmagier war es, glaube ich. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, den ritterlichen Verzauberer zu machen. Dafür müssten wir nach Fallbruch. Das täte sich eigentlich sehr gut. Inquisitor. Ja, täte sich sehr gut anbieten, weil wir da ja sowieso noch eine Rechnung offen haben. Und wir schauen uns aber nochmal eben ganz kurz hier um, weil in den Kommentaren stand, hier wäre irgendwo noch eine Quest gewesen, die hätte ich übersehen, ein Geist im Grün. Wir schauen auf jeden Fall eben mal hier bei den Sonderlieferungen, ob wir da was gekriegt haben. Ich wage es aber eher Futter ist zu hübsch. Die Welt zweifeln. braucht mehr davon. So. Mit den Runen, da habe ich mich auch schlau gemacht. Da sind wir auch noch ein bisschen außen vor. Die Materialien, die wir dafür brauchen, die kriegen wir von Babydrachen und großen Drachen zum Teil. Nicht nur, aber zum größten Teil. Wir könnten aber eben den Quartiere wollen wir nicht. Wir könnten mal eben zum Tisch gehen. Da mal eben schauen. Ja, Josephine, alles gut? Schön, euch zu sehen. Ja, ich war auch länger weg. Gibt es noch was zu berichten? Wie sehen uns die Leute? Wir haben bei den Adligen viel Wohlwollen erlangt. Und sie werden freundlich daran erinnert werden. Okay. Auf ein andermal. Gebt auf euch acht. Mach ich. Danke. Sodele. Geisterklingengriff. Den müssen wir selber bauen, ne? Muss man da mal schauen. Wir sammeln erstmal die anderen Materialien, dann kümmern wir uns um den Kram. So. Wo haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn hier alles aktiviert? Was haben wir hier? Bricht bereit. Inquisitor, Evangeline und ich schulden euch nicht nur unsere Freiheit, sondern auch unser Leben. Zu hören, was beim Konklave geschehen ist, stimmt mich zutiefst traurig. Ich hatte wirklich auf ein friedliches Ende dieses Konflikts gehofft, doch der Tod so vieler guter Leute ist eine wahre Tragödie. Unsere eigenen Nachforschungen haben uns zu einer Gruppe abtrünniger Templer geführt, die eine sonderbare neue rote Form des Lyriums nutzen. Es ärgert mich, dass sie stark genug waren, uns zu überwältigen, aber wir von euren Leuten erfahren haben, dienen sie als Stoßtruppen für einen Feind, nach dessen Pfeife sowohl Magier als auch Templer tanzen. Evangeline und ich müssen uns von unseren Verletzungen erholen und unsere Anwesenheit in der Himmelsfeste würde nur zu Spannungen mit den abtrünnigen Magiern führen, die ihr bei der Inquisition aufgenommen habt. Sobald wir genesen sind, wäre es uns eine Ehre, euch zu dienen. In freundschaftlicher Verbundenheit, Rüß, Oberhaupt, Verzauber. Was kriegen wir jetzt? Rüß und Evangeline einsetzen, Philandris-Siegel. Sonst war ja jetzt hier nichts. Dann gehen wir mal eben zurück. Hier gab es doch bestimmt wieder Geld. Habt ihr Dorians. irgendetwas gehört? Noch nicht, aber ich lasse es euch unverzüglich wissen, sobald sich das ändert. Dorians Hinweise waren sehr nützlich. Die Inquisition hat mehrere Stellen gefunden, an denen sie sich die Venatori verstecken könnten. Vorgeschobene Lager mit unbekanntem Zweck. Wenn ihr euch mit diesem Magier befassen wollt, wäre Dorian gewiss hoch erfreut. Ich markiere die Stellen auf eurer Karte für den Fall, dass ihr einmal in der Gegend seid. Okay. Ah, stimmt, die legendäre Waffe. Die Waffe von Tydras Strahlaxt finden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Scholaren diskutieren seit Jahren, ob Tydras legendäre Axt nun eine mit Kristallen besetzte Axt, eine Axt mit einem magisch gehärteten Kristallkopf oder einfach nur eine polierte Axt war. Aber offensichtlich bedeutet das aus der alten Sprache mit Axt übersetzte Wort nichts weiteres als Schaftwaffe. Es wäre also gut möglich, dass sämtliche Übersetzungen der Saga überarbeitet werden müssen, um allen Hinweisen darauf, dass Tyrann Strahlaxt möglicherweise einen Stab verwendet haben könnte, was für eine Magierin weitaus wahrscheinlicher wäre, aus den Texten zu entfernen.
Ich bitte die Verwirrung in dieser Angelegenheit zu entschuldigen und werde bei meinen künftigen Übersetzungen noch gewissenhafter zu Werke gehen. Eure Schwester Dorcas Quirin. Wir kriegen eine Waffe. Nice. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir eine Axt kriegen. Inquisitor? Ja, geh mal ein bisschen Kohle sammeln. Was haben wir denn hier noch? Ressourcen, Hinterlande. Machen wir auch mal. 14 Minuten. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja. Was haben wir noch? Territorial Schanze. Inquisitor, wir sind von unseren Verletzungen genesen. Und bereit, die Inquisition so zu dienen, wie es ihr für richtig erachtet. Evangeline hat Freunde in orleanischen Adel, die ein offenes Ohr für unsere Anliegen haben könnten. Und ich kenne die Standorte verschiedener Lager, die von den abtrünnigen Magiern genutzt wurden. Falls ihr es wünscht, wäre es uns natürlich auch eine Ehre, uns den Truppen der Inquisition nahe Falfirim anzuschließen und Korfors Streitkräfte mit allem zu bekämpfen, was in unserer Macht steht. Okay, dann Kinders. Gebt Gas. Wir werden jetzt sowieso länger unterwegs sein, von daher ist es nicht schlimm. Und wir haben jetzt auch keine Punkte ausgegeben. Siehst du? Alles gut. So, dann lass mal bitte gucken, was wir denn jetzt im Inventar haben. Okay. Nice. So soll es sein. Okay, dann hatten wir noch dieses Siegel gekriegt. Hat das irgendwas zu sagen? Nee, ne? Denke mal nicht. Verzaubern müssen wir hier auch nichts mehr. Die ist ja schon ready for Freddy. Ich glaube, mit der werden wir jetzt noch lange Spaß haben. Kälteschaden. Passt die nicht zu Solas? Cassandra, Sera, Cassandra, Shira, Aijanabulle, Varric, Solas. Ja, die wäre besser. Müssen wir dann nur noch ein bisschen schicker machen. Ich schau mal, aber noch mal eben bei. Hä? Dorian kriegt von uns gar nichts. Blackwell erstmal auch nicht. Cole sowieso nicht. Vivienne. Schätze. Ja, gut, die braucht keine Waffe. Gut, Philandris Siegel erhalten. Cole stimmt zu. Einsätze verfügbar. Dorias stimmt zu. Und Stab erhalten. Sorry für meine Doofheit, aber nein. Muss man eben. Mussten wir die jetzt noch. Ne, die ist verzauberlied. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. So. Jetzt schauen wir mal eben. Hier ist der Ratsraum, da waren wir jetzt gerade. Hier sehe ich auf der Ebene keine Quest. Helisam, Helisma. Was soll man denn mit Helisma machen? Okay, gehen wir mal gucken. Helisma. Wieso ist sie als X auf der Karte markiert? Müssen wir noch mit der reden? Hatten wir nicht in der letzten Folge mit allen geredet? Da ist Helisma. Was denkt ihr eigentlich, Inquisitor? Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Sie sind angemessen, wenn man die schrittweisen Verbesserungen an der Himmelsfeste berücksichtigt. Okay. Weitermachen. Ja, Inquisitor. So viel zum Thema Gespräch. Wer hat denn jetzt hier gerade gemotzt? Mutter Giselle schimpft mit Dorian. Was ist los? Oh, ich... Was ist hier los? Wie es scheint, sorgt sich die ehrwürdige Mutter wegen meines ungebührlichen Einflusses auf euch. Ich bin nur besorgt. Euer Gnaden, euch ist doch klar, wie das aussieht. Nur zu. Sprecht es aus, meine Teure. Dieser Mann stammt aus Tevinter. Dass er an eurer Seite ist, allein die Gerüchte. Gerüchte?
Ich wüsste wirklich zu gern, worum genau es bei diesen Gerüchten geht. Ich kann sie nicht wiederholen, Euer Gnaden. Wiederholen? Dann habt ihr sie schon verbreitet. Ich verstehe. Ich will nicht respektlos erscheinen, Inquisitor. Mich interessieren nur die Absichten dieses Mannes. Wenn ihr denkt, er hegt keine Hintergedanken, bitte ich euch beide in aller Demut um Verzeihung. Na, das ist doch schon mal was. Solche Dinge passieren öfter, oder? Öfter als ihr denkt. Niemand weiß um seinen eigenen Leumund. Bis man freundlich darauf hingewiesen wird. Tja, so ist das. Sie hat es gut gemeint, falls das eine Rolle spielt. Allerdings frage ich mich, beunruhigen euch die Gerüchte? Warum sollten sie mich beunruhigen? Alle Welt redet über die Inquisition. Gut. Der Gedanke, euch Kummer zu machen, wäre mir unerträglich. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich betrachte euch als Freundin, Inquisitor. Und ich habe herzlich wenige Freunde. Ich hätte nicht erwartet, ausgerechnet hier einen zu finden. Ich... Sag nichts. Ich hasse Bekenntnisse und würde dieses hier gerne hinter mich bringen. Ich möchte euch sagen, dass ich an eurer Seite stehen werde. Gegen Korypheus, meine Landsleute oder zweifelhafte Gerüchte. Solange ihr mich wollt. Ja. Haben wir das nicht schon gelesen? Nö. Der Weg des Nekromanten aus Mortalisis für die Lebenden, die Toten. Aufgrund der Worte von Sprecher Anaxas sticht eine Passage besonders hervor. Wir entstammen dieser Welt und wie alles, das sein Element verlassen möchte, gibt es eine Leere, wenn wir das Sterbliche hinter uns lassen. Dieser Vorgang muss unsere Rückkehr zum Erbauer sein. Wir müssen dabei ein Gleichgewicht anstreben. Die ersten Kinder des Erbauers müssen die Nachfolgenden unterstützen. Ein Bericht. Der Atem erstarb genau zur vollen Stunde. Wir spürten im selben Moment seine Abwesenheit und waren bereit. Der Übergang war sanft und alle waren ruhig, als der Geist spürbar wurde, weil sie wussten, dass ihre Liebsten keine Fessel mehr hielt. Unbehindert würde er diese Seite des Erbauers finden, aber nun stand ich auf dem Schlachtfeld und es war keine Übung. Ich kannte die Berichte und meine Rolle und ich war bereit. Dann signalisierten unsere Krieger den Angriff und ich war nicht mehr bereit. Der Atem erstarb nicht zur vollen Stunde und es war nicht sanft und ich hatte große Angst. Dann konterte der Feind und ich sah Klingen auf die guten Leute niederhageln, neben denen ich gestanden hatte, und das konnte ich nicht zulassen. Ich bat die Höhlen der Gefallenen um Hilfe und nun war es an unserem Gegner, Angst zu haben. Doch ich verspürte Frieden, denn ich hatte den Gefallenen einen neuen Sinn gegeben und dem Leben an sich Ehre erwiesen, dem mich es beschützte. Jo. Na, Schmalzlocke, ist noch irgendwas? Kann ich euch irgendwie helfen? Gott sei Dank, nein. Ich sollte gehen. Ja. Wie ihr wünscht. Gut, die abtrünnigen Magier werden wahrscheinlich auch nichts haben. Fiona ist ganz ruhig und lieb, die steht da. Dann, Kalkoff. Hallo? Hallo? Wiedersehen. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Okay, Sodele. Ja, der große Gazzi. Nochmal kurz Varric. Was kann ich für euch tun? Hätte da eine Frage? Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Okay, ich glaube, es kommt nichts. Da kommt nichts bei rum. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Siehste. Danke, Varric. Kein Problem. So. Ich glaube, das ist mein Lieblingswort in dieser Aufnahme. So. Ja, Helis, keine Ahnung. Sonst war auch hier nichts, ne? Also ich sehe ja nirgendwo eine Quest. Die Stelle, da haben wir noch ein X, aber da müssen wir nicht hin, da können wir uns ja höchstens, ne? Aufgaben haben wir erledigt. Wir können da eben den Stab in die Truhe tun. Nee. Können wir nicht, können wir verkaufen. Bei Gelegenheit, wenn wir dann wieder zurückkommen. Dann würde ich sagen, nächste Station, Fallbruch, oder? Können wir mal kurz hier unten schauen. Aber ich denke, wir haben fleißig alles abgeackert in den letzten Folgen.
was die verbale Kommunikation angeht. Nicht die Egel anfassen. Die sind recht empfindlich. Ist es? Nee, um Gottes Willen. Ich gehe schon wieder. Blutegel. Ja, damit haben sie im Mittelalter ja wirklich rentiert. Hier könnten wir irgendwas für die Runen kaufen, ne? Aufwertung, Werkstoffe. Leerer Runenstein, genau. Getränktes Cerolglas, gewöhnliches Metall, Stufe 2. Elektrizitätsschaden. Okay. Ja, die würde ich gerne kaufen. Schild, Bogen. Schurke, Level 13. Ja, kann man noch ein bisschen sparen. Kostet der Bogen? Ach, der kostet noch 4000. Ach so. Für die gute Sera. Ja, dann müssen wir auch nochmal nach Val-Royeux. All die Weile, da kriegen wir dann für unsere Quest, müssen wir ein Buch kaufen. Können wir kaufen. Mit dir wollen wir nicht quatschen und das Pferdchen nehmen wir mit. Gut, Kinders, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und ich porte mich mit Samtgruppe nach Fallbruch und dann sehen wir uns da wieder, weil sonst käme jetzt der Ladebildschirm, dann wären wir wieder bei 20 Minuten und dann wäre sinnfrei. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.